stellen die Säulen der Erde vor. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, da wären wir jetzt also in der Totalen. Der Aufbau ist soweit fertig. Wir müssen noch ein paar Vorbereitungen treffen. Nämlich hier bei den Ereigniskarten kommen 4 raus, bei den Vorteilen auch. Die 2 mit dem Punkt da, die spielen immer mit. Für die letzte Runde sind die festgelegt. Die 4 spielen also nicht mit. Darf ich die auch nicht angucken. So, hier gehen auch 4 raus. Unsere Baumeister kommen in den Sack. Ich packe schon mal hier misch schon mal die Rohstoffe. Du kannst die Handwerker, glaube ich, mal genau ja. In Angriff nehmen, doch, genau das. So, dann können die ja schon ausgelegt werden. Dann ja. Die 2 kommen nicht mit. Ich komme mir gerade vor wie T-Rex. Ja. If you're happy and you know it, clap your... Oh. Mann. So. Ja, streng genommen hättest du erstmal die Vorteile da auch hinlegen müssen. Dann wäre ja, ich deck einfach jetzt auf und lies vor. So, was haben wir denn hier? Dann haben wir, deine Mathematikstudien in Toledo zahlen sich aus. Du erhältst sofort 2 Metall. Ja, Mathe ist immer gut. Und, wie heißt die gute? Aliena? Heißt die so? Aliena, ja. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich weiß es nicht. Aliena unterstützt den Kathedralenbau. Du erhältst in jeder Runde 1 Holz als zusätzliches Einkommen. Auch nicht so schlecht. Gut, dann schauen wir mal, was hier für Handwerker hingelegt wurden. Der Schreiner, der kann 1 Holz zu 4 Gold ummünzen, 2 maximal. Und der Werkzeugmacher, wenn man Metall hat, kriegt man 2 Gold in der Runde oder am Ende der Runde. Und hier ist noch der Mörtelmischer, 2 Sand für einen Siegpunkt, 2 oder 3 einzusetzen. Und Maurer, 1 Stein in einen Siegpunkt. Maximal 2. Boah, ist ja nicht sehr ordentlich hier. Es gibt schon. So, was liegt da aus? Ja, da geht es ja jetzt direkt los, ne? Das heißt, ich kann jetzt schon mal mir überlegen, was ich da hinten haben möchte. Ja. Will ich das? Nö. Muss ich nicht haben. Ich nehme erstmal hier Rohstoffe. Und zwar nehme ich mir den Wald. Und zwar den für... Ne, Moment. Will ich den Wald haben? Ne, ich nehme alles zurück. Ich nehme erstmal für 4... die kleine Kiesgrube. Ist aber auch schon die mittlere. Ja, 3 das stimmt. Ja, alles gut. Hast recht. Irgendwo. Sechs gehen in den Wald für 3 Holz. Okay. Dann. Nehme ich mir die Kiesgrube für so ein 5er hier. Andersrum? So. Die Kiesgrube, ja, Steinbruch. Ach Mann. Ja, ich habe nicht mehr so viel Auswahl. Gut, dann gehen die 3 Verbliebenen in den Wald.
Das ist ja natürlich unschön jetzt. Ja, dann gibt es für 1, 2, 3, 4 doch noch diesen Handwerker, nämlich den Mörtelmischer. Ja, ich gönne mir tatsächlich dann noch für 5 den Maurer. Maurer kann man immer gebrauchen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann habe ich ja immer noch 4 an der übrig, die da leider nichts bringen. Die müssen alle Wolle machen gehen. Finanzieren wir meinen Mörtelmischer. Ja. Gut, dann war es das mit dieser Phase. Jetzt geht's hier an die Baumeister. Gut, dann gib mir mal das Sack hier rüber. Du ziehst also. Ich ziehe. Du darfst einmal einen zurückschmeißen. Genau. Nö. Möchtest du deinen Baumeister für 7 direkt einsetzen? Nein. Dann nicht. Möchte ich meinen für 6 einsetzen? Und ja, aber bitte in die Kamera halten, wenn du sie ziehst. Schon auch teuer. Nein, möchte ich nicht. Ich ziehe weiter. Für 5. Für 5. Nee, ich zieh nochmal. Das bleibt dabei. Du hast doch schon gesehen, dass ich überlegt habe, ob ich das ausgeben soll oder nicht. Ja, ja, da kannst du jetzt überlegen. Nee, du hast ja schon überlegt, dann müsstest du jetzt wissen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Das war die mit dem Holz, ne? Ja. Für 4. Das mache ich doch glatt. 1, 2, 3, 4. Dann befreie ich mich mal von den Steuern. Für 3 zahle ich auch noch. 1, 2, 3. Dann mache ich mir das hier noch. Ja, und ich könnte jetzt für 2 zweimal hintereinander dran sein oder eben ich gebe die 2 jetzt nicht mehr aus. Das heißt, der kommt rein. Jetzt werden die ja, der Sack kann ja zurück. Ja. Und dann gibt es halt diese Reihenfolge. Ich will den Werkzeugmacher. Und ich, ja, was mache ich? Nehmen wir mal hier so 2 Arbeiter, komm. So. Ja, dann war es das und der Startspieler darf hier abhandeln, Ereignis ziehen und vorlesen. Jetzt schon? Ja, sicher, jetzt wird das ja alles... Okay. Richard erobert die Burg. Alle Spieler erhalten ein Metall. Yeah. Ich schwimme in Metall. So, gut. Hat niemand gemacht. 4 Gold. Oder Geld. Okay. Dann die Vorteilskarten. So, der geht direkt weg. Ich kriege dafür 2 Metall. Hast ja ausgesorgt, was das angeht, ne? Ja. So, die behalte ich natürlich. Und als nächstes Holz. Ich kriege 2. Meine Männchen. Retour. Ich bekomme 3. So, Stein. Steinbruch. Da bekomme ich 2. Ich bekomme 2x Sand. Ich bekomme sogar 3x Sand.
Arbeiter müssen natürlich noch. Viel zu viele Rohstoffe. Ja, da kannst du jetzt in arge Bedrängnis kommen. Was? Kriegst du mich nochmal einmal Metall und darfst die Steuern erwürfeln. Ohne 4. Ganz tolles Jahr. Na, immerhin. Fünf geht auch. Ja. Ich war gar nicht mal so gierig. Ja, dann fehlen noch die Handwerker. Und ich kriege hier 2 Arbeiter dazu. Sind ja nur geliehen. Ja, dann hat niemand mehr was platziert hier. Also können wir jetzt in der letzten Phase unsere Rohstoffe ummünzen in Geld oder Siegpunkte. Da beginnst du wieder. Gut, also. Kriegst du das überhaupt alles los? Schauen wir mal. 2 Steine gehen gegen 2 Siegpunkte weg. Dann gehen 2 Hölzer für 1 Siegpunkt weg. Und 3x Sand auch für 1 Siegpunkt. Oh Gott, das war teuer. Ja, aber man darf ja nicht unendlich viel behalten am Ende der Runde. Das ist das Problem. 5 dürfen übrig bleiben. Okay, ja, das Metall kann ich schon mal nicht verbrauchen. Habe ich 2 Gold bekommen? Nein, du hast natürlich Metall und damit kann der Werkzeugmacher noch was tun. Okay, ja, war ja so angedacht, 2x Sand für 1 Siegpunkt und dann 2x Holz für jeweils 4 Geld. Und das muss ich dann behalten. So, dann darfst du die Kirche oder das Teil, den Teil der Kirche bauen. So. Sehr, sehr coole Sache, wie ich finde hier. Ha, Mittelschiff steht. So, ich bekomme also das nächste Teil und werde also auch nächster Startspieler. Und dann können wir kurz abräumen und in die nächste Runde einsteigen, nicht wahr? Das heißt, die Rohstoffkarten müssten mal wieder gemischt werden. Die kommen zurück in den Sack. Die Karte kann auch weg. Stopp. Lass sie erstmal da liegen. Okay. Na, dann erstmal werden ja die Vorteile platziert. Ach so. Soll ich das übernehmen? Eigentlich wäre es deine Aufgabe. Genau, aber so. Otto Blackface schließt sich deinem Bautrupp an. Du erhältst sofort den schwarzen Arbeiter, den du von nun an in jeder Runde nutzen darfst. Das lohnt sich ja richtig. Ja, der ist besser, wenn er früh kommt. Ne? Mhm. Erzbischof Thomas hält schützend seine Hand über dich. Du erhältst in einer beliebigen Runde Schutz vor dem Ereignis, nach dem Aufdecken. Gut. Okay. Ja, nächster Schritt sind die Handwerker, ne? Handwerker und jetzt auch die Karte, die ja. Falsch rum. Wir wollen doch, dass ihr auch alles sehen könnt. So. Also, es liegen dann hier aus der Töpfer. 1x Sand in 1 Siegpunkt, maximal 2x nutzbar pro Runde. Und der Statiker, einfachen Siegpunkt. Naja, und hier sind dann damit der Maurer, 1 Stein in 1 Siegpunkt, 3x nutzbar. Und der Zimmermann, 1 Holz in 1 Siegpunkt, 2x nutzbar. Okay, und dann eben entsprechend wieder einmal Steinbruch und einmal Wald so wenig. Ja? Ja. Mit billigen Leiharbeitern gehst du den Wald roden. Ja,
So rum wird da was draus. Ich kriege 3 Holz, aber ich muss 6 Arbeiter einsetzen. Netter Versuch. Gut. Ich werde... erstmal ganz entspannt 2 Jungs in die Kiesgrube schicken. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auch da rein. Okay, jetzt müssen wir mal kurz ein wenig denken, welchen nehmen wir uns? Also es kann, könnte schon mal sagen, es geht in den Steinbruch. Die Frage ist 10 oder 8 Leute. So ein bisschen Sorge, dass ich sonst mit meinen Rohstoffen nachher Probleme kriege. Ich glaube, das reicht, wenn ich 8 Leute da reinschicke. Weil vom Verhältnis ist das andere schon besser. Ich schicke einfach 10 Leute in den Steinbruch. Du hast noch 10 Leute. Ja, stimmt. Du ich habe ja nur so ein 2er Kiesgrübchen hier genommen. Die gehen weg. Bei denen weiß ich es nicht, ob ich die loswerde. Egal. Ich nehme halt jetzt einfach. Ihr wollt ja auch nicht ewig auf mich warten, bis ich hier gerechnet habe. Das war's, ne? Ah, nee, wir könnten noch kaufen. Könnte man, muss man aber auch nicht. Sehe ich genauso. Damit war es das. Ja, dann darf ich jetzt. Ja, du musst nebenbei noch so ein Metall beim König platzieren. Wird gerne vergessen. Ich vergesse das nicht. Ich mag Metall. Ja. So, dann. Metal forever. Nee. Ach, ja, ich darf nicht anfangen. Ja, du solltest zumindest nicht. So, dann mal. Ja, offenbar doch. Ja, ich möchte mich aber auch nicht freikaufen. Okay, dann bleibt es erstmal so. So, wir mussten einmal den Akku wechseln. Ich hoffe, das hat sich jetzt nicht im Bild wiedergespiegelt. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich hatte meinen Typen da hingesetzt und gesagt, den wollte ich nicht freikaufen. Das heißt, jetzt müsste es damit weitergehen, dass du wieder einen neuen Baumeister ziehst, richtig? Mhm. Gut. Und es geht weiter. So, zurückgelegt hast du schon, ne? Was zurückgelegt? Ein Baumeister. Das ist eine Option schon mal gezogen. Ach so, ja, klar. Ja, habe ich eben noch getan, genau. Das heißt, jetzt für 6 mache ich. Du hast es hier. Genau, und ich möchte doch den schwarzen Arbeiter haben. Hier, so, zack. Ja, ich nochmal. Für 5, nee. Dann gerechterweise du für 4. Schrei, wenn du das einlösen willst. Sonst ziehe ich weiter. Jetzt zieh. Nochmal für 3. Das ist es dir jetzt also wert. Für 3 ist es mir das wert. Platziere ich den beim Töpfer. So, dann ist der bei 2. Mhm. Was ist das? Nö. Da ist nichts mehr, was ich so dringend haben will. Also bist du dran mit diesem Call auf die andere Seite. Gut.
das andere noch. Also dann kann ich mir hier das Ereignis angucken, ne? Genau. Nee. Nicht angucken, du wirst einmal vom Ereignis... Also ich darf es einmal ignorieren, wenn das böse ist. Ja, ich darf es wahrscheinlich immer ignorieren, aber... So, jetzt muss ich mal kurz einmal einen Masterplan entwickeln, wie ich denn hier mit meinen Rohstoffen klarkomme. Na komm, spaßhalber. Halt. Ja, ich weiß. Ich dachte, wenn ich mich schon einmal so lang mache... Warum nicht Siegpunkte? Warum eigentlich nicht? So. Wohin gehst du denn? Wohin gehst du denn? Dahin oder schicke ich dich dahin? Ich weiß es nicht. Ja. Entscheidung über Entscheidung. Ich werde... Trommelwirbel? Ja, er muss ja überlegt sein. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwas machen. Dann könnte ich schon, aber ich schicke den Bischofssitz. Okay, dann bin ich dran und... Den ich weiß im Moment leider nicht so ganz, was ich tue, fürchte ich. So, dann war es das. Ich decke also das Ereignis auf. Gucken, wofür du dich geschützt hast. William Hamley erhebt eine Zwangsabgabe. Alle Spieler verlieren 4 Gold. Ich könnte ja aber auch statt mich davor zu schützen, könnte ich ja auch einen Rohstoff vom Markt nehmen, wenn ich das nicht möchte. In dem Fall möchte ich mich aber bitte schützen. Genau, das ist also dann diese Aktion. Dann gibt es einmal Geld für mich. Und hier diese Karte und damit den schwarzen Arbeiter. Reichst du mir bitte an? Ja. So, die Karte wird eigentlich abgelegt, weil sie ja nur den Effekt hat, dass ich den jetzt ab sofort bekomme. Zur Erinnerung, dass ich den habe, behalte ich die jetzt aber einfach mal hier in der Auslage. So, dann... gibt es 2 Siegpunkte. Dann Holz. Gut. Bekomme ich 3 und 1 zusätzlich für meine Gönnerin. Also 4 Holz. Ja, kann ich schon mal hier hin. Dann geht's weiter mit dem Stein hier, ne? Und den ganzen Massen. Wie viel sind es denn? 4, ne? Genau. 4 Steine. 5 waren das. Wow. Das ist alles viel. Ja, 5 ist eine Lawine. Okay, dann kriege ich 4-mal Sand. Ich kriege 2-mal Sand. So viele Rohstoffe. Dann gibt's den Steuerwürfel und Eisen oder Metall. Okay, dann kriegt jeder noch einen Arbeiter, also Handwerker. So, ich werde mal meinen Standard-Mörtelmischer entlassen. Denn ich kann ja nur 5 haben. Ich schicke meinen Steinmetz in die Rente. Nicht Steinmetz, Quatsch. Was ist ein Steinmetz? Es war ein Schreiner. Schreiner, genau. Wolltest du das tun? Ja, genau den wollte ich aber loswerden. Gut. Dann sag aber, wieso hat er keine Steine drauf gehabt? Ja, dann war es das. Wir können ummünzen. Genau. Ja, 4-mal Sand werden 2 Siegpunkte. Dann bekomme ich einen für den sowieso.
Und mit dem Holz muss ich noch was machen, sonst verfällt das. Ja, dann würde ich mal sagen, zwei Holz werden wieder verkauft für vier jeweils. Eins, zwei, drei. Und dann würde ich auch mal noch mal zwei Holz für einen Siegpunkt investieren. So, dann bist du dran. Gut. Ja, also zunächst mal wird der Töpfer zweimal Sand in zwei Siegpunkte ummünzen. Dann der Maurer zwei Steine in zwei Siegpunkte. Und hinterher nochmal der Steinmetz, zwei Steine in einen Siegpunkt. Und der Werkzeugmacher gibt dir zwei. Und ich krieg zwei Gold, genau. Okay, ja, das war's dann. Das wird gebaut, aber das hat nicht gedacht. Was ist das denn für eine Kathedrale? Und es geht mit dir da weiter. Da war noch ein deutscher Gesamtschüler als Architekt beteiligt. So, das weg, das weg, das weg, das weg. Und kommt hier auch wieder zusammen gleich. Und wir können dann... Ja. Mischst du die Handwerker? Ja. Gut, ich misch die Rohstoffe. Steinbruch tanzt aus der Reihe. Okay, dann musst du noch zwei Vorteilskarten aufdecken. Ach so, ja. Und auch vorlesen. Die Wollmesse in Kingsbridge bringt dir zusätzliche Einnahmen. Du erhältst sofort 8 Gold. Das wäre was für mich sogar. Ellen sagt dir die Zukunft voraus. Du darfst dir zu Beginn jeder Runde die kommende Ereigniskarte ansehen. Auch nicht so schlecht. Okay, dann, was haben wir hier? Den Bildhauer, ein Stein in zwei Siegpunkte, aber nur einmal nutzbar. Und den Töpfer, ein Sand in einen Siegpunkt, dreimal nutzbar. Demzufolge sind hier Zimmermann da, ein Holz in einen Siegpunkt. Und Maurer, ein Holz in einen Siegpunkt. Das ist viermal nutzbar, das nur dreimal, ja. Okay, das geht auch wieder hier hin. Ja, aber dann fangen wir mal an. Du beginnst wieder mit dem Auswählen. Ja. Und tatsächlich fange ich wieder mit meiner heißgeliebten Zweier-Kiesgrube an. Ja. Ich denke, ich investiere mal hier in den Zimmermann. Kostet 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dazu fliegt ein Schreiner raus. Ja, ich bin heute irgendwie unkreativ, aber das kommt gerade mit meinen Leuten. Ich habe sehr gut hin. Ich meine, dass ich einen 10-Mann in den Steinbruch. Okay, okay, okay. Ja, dann muss ich jetzt auch mal Leute investieren. Wie passt das denn? 4, gibt es da noch was für 4? Nein, natürlich nicht. Gehen 6
in den Wald. Möchtest du noch was tun? Also sprich, den Maurer da kaufen. Ja, tatsächlich. So, 4 Gold und dann hätte ich gern den Maurer. 1, 2, 3, 4. Und du entlässt? Ich entlasse. Also spaßeshalber gefragt, darf ich eigentlich 2 Maurer haben? Klar. Okay. Also aufpassen mit dem Mörtelmischer. Ja, ja. Dann schmeiße ich nämlich mein Steinmetz raus. Das heißt, du darfst keine Steine mehr auf dem Markt verkaufen. Nein, darf ich nicht. Ja, dann habe ich hier noch 7. Die können allesamt in die Grube. Ja, und ich bin durch. Genau, es gibt ja auch nichts mehr zu machen. Wir haben keine Arbeiter mehr und. Genau, den jetzt kommen, ja. Dann geht's weiter mit dem Säckle. Du bist. Warum? Im Nachhinein stelle ich gerade fest, ich wollte den Maurer eigentlich doch nicht haben. Egal. Jetzt habe ich ihn, jetzt muss ich damit leben. So. Ja. Möchtest du dich für 7 direkt auf den Spielplan setzen? Das ist mir zu teuer. Möchtest du dich für 6 direkt auf den Spielplan setzen? Das ist mir auch zu teuer. Zeig ruhig, was du gezogen hast. Ja, du hast nicht gezogen. Genau. Ich überlege gerade, ob ich mich zurücklege. Ich lege mich nochmal zurück. Weißt ja, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so grob. Ja. Willst du dich freikaufen für 5? Gibt's irgendwas, was ich unbedingt haben will? Warum nicht? Warum? Nee, komm. Okay. So, der Vollständigkeit halber. Hier sind die restlichen 3. Dann gebe ich dir das Sack hier schon mal wieder zurück. So, jetzt überlege ich gerade. Wenn ich alle freikaufe, würden das 7, 8, das wäre eh 9, wäre eh zu viel. Also den ersten schicke ich schon mal einfach hin. Und dann. Okay. Gebe ich 5 ab. Ich gebe tatsächlich 5 Gold ab. Nämlich genau bei 0. Ja, dann, was mache ich? Ja, es ist, auch wenn es auf den ersten Blick, wenn es sich relativ flüssig eigentlich spielt, aber man muss halt doch an den entscheidenden Stellen mal kurz überlegen. Ne? Ja, so, ich nehme den Töpfer da. Mhm. Jetzt kannst du direkt weiter überlegen. Ja, ich weiß. Ich mal wieder was sparen kann, befreie ich mich mal von den Steuern. Okay. Ja, dann habe ich ja doch noch das Glück, dass ich den doch noch kriege. Den willst du haben, den man nur einmal benutzen kann? Ja. Okay.
Ja, dann deckst du das Ereignis auf und darfst es abhandeln. Der kalte Winter bringt den Hungertod. Die Erträge aller Baustoffkarten reduzieren sich um einen. Möb, ja. Blöd, ist aber so. Bischofssitz, genau. Wolle, dann... Dann kriege ich jetzt bitte einmal 8 Gold. Die Karte kannst du zurücknehmen. Und ich kriege die Ellen. Die Wahrsagerin, genau. Die Wahrsagerin. So, dann schafft ja nichts. Jetzt ist meine schöne Planung hier durcheinander gekommen, dass es einen Rohstoff immer weniger gibt. Naja, egal. Ja, das kann einem schon wirklich... alles versauen. So, ich kriege 3 Holz, weil ich ja einen zusätzlich noch bekomme. So, dann kriegst du Stein. Genau, 3 Stück. 3? Ja, ein weniger. Ah, ja, stimmt. Ja, ist okay. Eben noch gesagt, ja. Ich nehme auch gerne 4. Dann kriege ich also auch nur 3-mal Sand. Ganzen Arbeiter. Ich kriege leider nur 1-mal Sand. Dann kriege ich noch 1-mal Metall und darf würfeln. 5. Boah, ist klar. Ne? 1-mal hier nicht da. Ja, ist doch nur ausgleichende Gerechtigkeit. Ja. Und ich bin geschützt vor Steuern. Dann hier noch ein Handwerker. Wen schmeiß ich denn jetzt raus? Ich denke mal... Ich schmeiß hier den anderen Maurer dann raus. Ich frage mich gerade, kommt raus. Warum ist eigentlich der bessere Maurer billiger? Der schlechtere kostet 5... Ich hoffe, das war jetzt... Nee, ich hatte mir den gekauft. Hatte ich mir den für 4 gekauft, oder ich 5 bezahlt? Egal. Der 5er Maurer kommt weg. Der 5er Maurer kommt weg, okay. Und dafür bei mir wollte ich den Steinmetz rausschmeißen. Bildhauer. Das heißt, ich kann keine Steine mehr auf dem Markt verkaufen, was jetzt allerdings nicht so die Welt ist. Stein ist eh nicht mein Material. Gut, dann war es das. Es geht darum, wieder Punkte zu machen. Genau. Ich mache schon mal hier so. Also, ein Stein geht an den Bildhauer für 2 Siegpunkte. Und dann nochmal 2 durch den Maurer für jeweils 1. Dann haben wir mal 2 dazu. Ja, leider nur 1 bekommen. Dann gibt es auch nur 1 Siegpunkt dafür. Gut, das war's. Das war's. So, dann sind 3 Sand, 1, 2, 3 Siegpunkte wert durch den Töpfer. Ein durch den Statiker und dann hier Holz. 2 verkaufe ich wieder. Und 2 sind dann nochmal 1, 2 Siegpunkte. 3 Rohstoffe übrig, die kann ich hier einlagern. Dann darfst du deines Amtes walten und das Teil bauen. Erstmal kriege ich noch 2 Gold für meinen Herzlichmann, nicht vergessen. Genau, und ist das vom Müllschiff oder? Das kommt hier hin. Da? Ja. Achso, genau. Da. Ah, das ist. Ah. Verstehe. Letzte Partie zu lange her gewesen. Ja, ist schon eine Weile her. Gut, dann. Ja, das war's mit der Runde, ne? Gehen wir in die nächste. Gut, das entferne ich nochmal eben. Ich habe so ein bisschen Angst jetzt gerade. Bekomme mal das Dach. Ein bisschen Angst habe ich. Wovor? Es könnte sein, dass ich mich jetzt selber ausgetrickst habe. Aber das werde ich jetzt alles nicht verraten. Ich kann ja schon mal hier aufdecken. Also, die weinende Madonna wird nach Kingsbridge gebracht. Du erhältst sofort 3 Siegpunkte. Und Bruder Francis setzt sich für... Bruder Francis setzt für dich Steuererleichterung durch.
Du bezahlst in jeder Runde, in der du nicht zum Königshof gehst, eine Fixsteuer von nur 2 Gold. Und grundsätzlich auch nicht verkehrt. Fixsteuern. So. Des Weiteren, ich guck mir schon mal mein Ereignis an, ne? Dank Wahrsagerin. Ja, mach mal dein Hexenwerk. So. Zap, zap. Du hast es also. Dann gibt es hier bei den Handwerkern den Bildhauer. Ein Stein mit 2 Siegpunkte, 2-mal. Und den Zimmermann. Ja. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Ah, das ist so bitter. Was ist so bitter? Egal. Maurer für 5. Ein Stein in 5 Siegpunkte und. Den hätte ich haben müssen. Ne? Glasbläser, ein Sand, ein Metall. 1-mal für 3. Den hättest du haben müssen. Ja. Das heißt, ich kann mich jetzt geflissentlich erschießen. Lass das lieber. Ja, ich habe mich ein bisschen verkalkuliert. Ich kann ihn nicht kaufen, ich habe nicht nur Gold. Das sehe ich. Aber das gibt ja doch auch mal einen anderen. Der mit ja, aber dann kriege ich mein Metall nicht mehr los bis zum Ende des Spiels. Egal. Ja, die Strategie ist hinfällig. Muss ich mir was anderes ausdenken? Vielleicht verticke ich mein Metall einfach hier am Markt. Mal schauen. Wer ist denn Startspieler offiziell? Du. Okay. Offiziell und auch inoffiziell bin ich Startspieler. Und werde jetzt, ja, irgendwas machen. Ja, dann gehen Sie mal wieder in den Wald. Ja, den Glastypen, na, den kann ich nicht irgendwie bestechen, dass er auch zu für 5 zu mir kommt. Ne? Wahrscheinlich nicht. Würde ich zumindest nicht zulassen. Ja, komm. Sehe ich nicht. Fünf und nochmal 2, 4, 5. Ich schicke. Ah, ist doch blöd. Das bringt mir sowieso nichts. Komm, ich schicke 10 Mann. Also alle bis auf 2. In den Stein. In den Steinbruch. Konnte ich wenigstens schon mal überlegen, was ich tue. Gehen 7 zum Kies. So, und 2 gehen mir Gold besorgen. Ja, einmal Metall sollte noch hier hingelegt werden. Das wäre hilfreich. Oh mein Gott, diese Runde gefällt mir nicht. Dann kaufe ich den. 3, 4, 5, 6. Der Glasbläser. 1-mal nur. 6. 8. Entschuldigung. Sehe ich auch gerade, wo ich drauf gucke. Ja, und dann wird der Mörtelmischer hier rausgeschmissen. Das war's. Du hast jetzt ja nicht mehr so viel, um das zu. Genau, ich kann nichts weiter. Du könntest theoretisch noch den Maurer kaufen, oder? Ja, da ich aber schon zwei Maurer hatte. Okay, dann geht's also in die nächste Phase über. Das haben wir auch nicht zurückgestellt. Gut, dann wieder mal mischen und ziehen. Es ist blau dran. Ich lass. Ja, ich kann ihn nicht. Genau. So viel Geld hätte ich nicht. Das ist mir bewusst, deswegen muss ich da ja auch nichts tun. Rot für 6. Gebe ich noch einmal zurück. Und ziehe blau für 6. Da du bei 5 bist, geht das auch nicht. Also weiter. Hopp. Rot für 5.
bewegt sich weiter. Oder. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Ich besorge mir doch noch einmal hier Metall und lasse mich von der Steuer befreien. So, dann bist du jetzt endlich in der Lage für vier. Nee, mach mal. Ja, dann. Drei. Dauerhafte Steuerbefreiung für drei. Nee, ist eine Fixsteuer. Ne? Ja, okay, genau. Dauerhafte Fixsteuer für zwei immer. Ja. Ist ja schon mal was. Aber das könnte ich ja genauso gut für zwei auch kriegen. Oh. Also, ich bin dran, ne? Genau. So, ich nehme mir schon meine drei Männchen in die Hand. So, was haben wir denn hier Schönes? Ach, du hast... Nee, hast du nicht. Das ist gut. Okay. Jo. Also ich nehme mal an, da du dich nicht vor dem Ding geschützt hast, wird es nichts Schlimmes sein. Meinst du? Also, nämlich die Arbeiter, ja. Okay, dann wird das Ereignis verlesen. Ah, Scharen von Freiwilligen helfen beim Kathedralenbau. Erträge aller Baustoffkarten erhöhen sich um 1. Yeah! Ich hab's gewusst. Der Ausgleich, okay. Dann bekommst du 2 Geld. Wir nehmen uns unsere Karte. Genau, ich krieg 3 Siegpunkte. 1, 2, 3. Man trägt 2 mehr. Dann bist du beim Prior auch und den behalte ich ja. Den Bruder Francis. Ja, dann sind die Rohstoffquellen dran. Das ist also jetzt immer einer mehr. Das heißt 5 Holz. Einen wegen der Karte, einen wegen meiner Dame dort. Das ist ja schon fast zu viel. Aber nur fast. Dann Stein. Ja, dann kriege ich insgesamt 5-mal Stein. Huch. Ich räume einmal ganz gewaltig auf hier. Gibt es auch 5-mal Sand. So, und einmal keine Steuern zahlen und ein Metall. 4! Was? Achso, alles gut. Dann darfst du dir deinen Bildhauer nehmen und irgendwen entlassen. Der Werkzeugmacher geht in Rente. Dann kriege ich nochmal 2 zusätzliche Arbeiter. Ich bin gerade ziemlich auf Stein fixiert hier. Ja, es ist jetzt nicht so verkehrt, sich auf was festzulegen. Ja. Außerdem hast du auch recht viel Metall noch zu vergessen. Ich hoffe, ab nächster Runde habe ich mal was, wo ich Metall für bezahlen kann. Wird kommen, du kannst es auch verkaufen. Es gibt ja auch gegen Ende nochmal die, die für Geld was bringen. Achso, ja, stimmt. Das haben wir dann soweit, ne? Dann beginne ich mit. Die große Tauscharie. Fangen wir hiermit an. 3. Ja, mach du meinen Glockendingseltypen da. So, der war da dran. Der gibt einmal einen so. Da gibt es dann für 3 Sand. 3 Punkte.
hier gibt es für 3 Holz 3 Punkte. Hier gibt es dann nochmal für 2 Holz 8 Gold. Dann bin ich fertig. Jo. So, ich gebe 5 Steine ab. Und zwar einmal beim ersten Bildhauer 1 Stein gegen 2 Punkte. Beim zweiten Bildhauer 2 Steine für 4 Punkte. Und dann habe ich noch 2 Steine für 2 Punkte zusammen bei meinem Maurer. Okay, ja, dann habe ich jetzt noch 4 Rohstoffe hier, du immer noch 5. Das Dach wird gebaut. Du bekommst einen Turm. Ja, dann muss noch abgeräumt werden, was niemand haben wollte. Genau, der wird auch weg. Das wieder voll. Hier kommt einer hin. Die kommt in den Sack zurück. Die Karte sieht nett. Das ist korrekt, dass ich die jetzt hier schon mische, ja, ne? Ich teile die auch direkt wieder aus, ne? Ja, kannst du eben machen. Machen wir das auch schon mal. Dann die Vorteile, bitte. So, dann haben wir zuerst... Richard übernimmt die Führung der Outlaws. Du erhältst in jeder Runde 1 Sand als zusätzliches Einkommen. Und ob das jetzt noch so besonders effektiv ist. Und wir haben noch Prior Philipp. Begeistert sich für deine Arbeit. Für jeden Baumeister, den du in die Priorei setzt, erhältst du 1 Siegpunkt mehr. Gut, ich gucke mir eben das Ereignis an. Fehlte eins? Ich habe noch eins hier liegen. Okay, dann muss eben noch... Ich habe aus Versehen 5 weggenommen. Entschuldigung. Dann wird noch mal eins drunter gelegt. Seht's mir nach. Okay, dann die Arbeiter. Die habe ich mir schon genommen, die Handwerker hier. Werde noch mal gemischt und... draufgelegt. Zack, zack. Du betest jetzt? Ich bete jetzt. Okay, der Bildhauer für 1 Stein 3x 2 Siegpunkte. Und der Glasbläser. Deine Gebete wurden erhört, nehme ich mal an. Ja, ich hätte ihn nicht kaufen können, so oder so. Ja, dann musst du halt dafür sorgen, dass du Geld kriegst. Ich krieg kein Geld, das ist ja das Problem. Ich habe nicht so einen schönen Schreiner, der mir immer Geld beschafft. Ja, der war schuld, hättest du ihn nehmen können. War Startspieler. Das stimmt. So, Goldschmied für kostet 7, gibt dann 3 für 3 Geld, 1 Siegpunkt, 6x anwendbar. Und der Zimmermann, 1 Holz, 5x in 1 Siegpunkt umwandeln. Jo, dann... Das war's mit den Vorbereitungen, dann bist du dran. Mit Kaufen und Arbeiter platzieren. Ja, Kaufen macht für mich keinen Sinn. Erstmal 4 Mann in die Kiesgrube. Holla. Natürlich nicht der. 6 in den Wald. Okay, dann gehen nochmal 8 in den Steinbruch.
Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich jetzt Kies mir nehmen soll oder Holz. Nochmal 3 zum Holz fällen. Möchtest du noch was kaufen? Kannst du, glaube ich, nicht. Ne? Also musst du passen. Ich muss passen. Dann kann ich noch mal Steine holen. 5 im Steinbruch. Klingt doch ganz gut. Und dann ist immer noch einer übrig. Wolle. Kaufen lohnt, glaube ich, nicht bei dem Typen, leider. Wenn ich jetzt 7 ausgebe, habe ich kein Geld mehr zum Ummünzen. Nee, muss ich dann darauf verzichten. Dann war es das soweit. Gut. Dann ziehe ich mal. Bild bitte vorzeugen. Einen roten. Möchtest du den für 7 einkaufen? Ich bin mal so nett und tue das nicht. Du kannst das gerne machen, wenn du mir das da... Ich habe mir schon einen Alternativplan überlegt, falls ich den Glasbläser nicht bekomme. Das sollte man immer, ja. Aber... Also ich bin auf den nicht angewiesen. Ja, und ich will ihn nicht so sehr haben, dass ich dafür 7 zahle. Willst du ihn für 6 haben wollen? Auch nicht. Ich werde mein Metall so ganz gut los, denke ich. Ach, ich nutze nochmal die Chance und lege mich nochmal zurück. Einmal kann ich ja. Vielleicht. Nee, bleib dabei. Viel kann ich auch nicht. Drei könnte ich. Dann habe ich gar nichts mehr. Aber egal. Muss ich einfach machen. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, so. Dann. Ja, der letzte ist deiner. Du kannst jetzt entweder für 2 einkaufen oder ihn einfach hinstellen. Von vorne weg arbeiten. Ich denke, den stelle ich einfach hin. Ich muss jetzt nicht unbedingt 3-mal hintereinander dran sein. Das ist dein Fehler. Du denkst nicht groß. Die sind leider ein bisschen spät gekommen da. Die bringen nicht mehr so viel. Nicht wirklich, ne? Nee. Aber ein Bildhauer, der nochmal den Stein veredeln kann, ist ganz gut, denke ich. Okay. Ich möchte mich jetzt nicht von den Steuern befreien lassen. Ich nehme das. Okay. Ich muss das unbedingt machen. Und ist natürlich jetzt muss ich. Nee, ich glaube, das müsste hin. Ich probiere das einfach. So ein bisschen Richtung Milchmädchenrechnung, aber egal. Oh, kommt aber Schlimmes. Es ist nicht so ganz so angenehm, was da kommt. Ich guck mal kurz, was ich hier so bekommen werde. Oh, jetzt ist übrigens gerade der Super-GAU eingetreten. Ich möchte wir müssen das Spiel jetzt sofort abbrechen. Warum? Ich habe keinen Kaffee mehr. Oh, mach mir doch nicht so einen Schreck hier. Was denn? Viel schlimmer als keinen Kaffee mehr zu haben, geht auch nicht, oder? Okay, ich fürchte, der Marktbesuch lohnt nicht. Stein kann ich eh nicht verkaufen und von dem anderen kriege ich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ne? 2, 3, das ist
alles genau das, was ja dann kommt. Nehmen wir einfach nochmal in guter Hoffnung zwei weitere Arbeiter. Und das war's. Da, okay, dann darfst du das Ereignis aufdecken und mir sagen, was Schlimmes kommt. Zum Schutz der Kathedrale muss eine Stadtmauer gebaut werden. In der nächsten Runde darf jeder Spieler nur zwei Baumeister einsetzen. Ja, okay, das geht. Ja. Das ist jetzt zwar die Frage, ist ja im Grunde eine Milchmädchenrechnung. Ich gebe jetzt einen Baumeister ab, dafür, dass ich nächste Runde einen mehr habe, quasi. Aber ich glaube, in der letzten Runde ist das sinniger, einen zusätzlichen zu haben. Habe ich mir jetzt so gedacht. Okay, der wird dann also geschützt. Das ist so ein Gold, ne? Ja. Zwei Siegpunkte kriegst du. Schön, wie man hier am Niederrhein sagt, Siegpunkte. Ich sage das nicht. So. Holz kriege ich 6. Also ein zusätzlich, genau, nicht ein pro Karte. Gut. Das, genau, das sind die. Das sind deine. Das sind meine. Ich bekomme 2 Steine. Auch so. Ich bekomme 3. Sand, ich krieg 3 Sand. Da habe ich wohl auf Sand gebaut. Zeit für schlechte Wortwitze. Verdammt. Nochmal kräftig abholen. Weil ich keinen Kaffee mehr habe, ich habe kein ruhiges Händchen gerade. So. Guck ich mal, wie viel Geld ich dir aus der Tasche leihen kann. Nee, ich krieg Zahl nur 2. Ach, also Fixkosten. Ja. Hast du den genommen? Gut. Dann. Gut, dann kriegt jeder hier nochmal so ein. Typus. Bildhauer, wohin geht der Bildhauer? Das will ich nicht mehr, ich kann gleich nur. Ich entlasse meinen Maurer. Ich fürchte, der Statiker muss jetzt dran glauben. So, der darf auch noch mal 2. Leute bescheren. Ja, und dann geht das muntere Getausche los. Mhm. So, mit Hilfe meiner beiden Bildhauer, 3 Steine gegen insgesamt 6 Siegpunkte. Macht 35. Und dann 1, 2. Geht das hier gegen 6 Siegpunkte nochmal weg. Ja, 41, so. Das war's oder bekommst du noch was? Das war's. Okay, dann gehen 2 Steine für 4 Siegpunkte. Das für 3. Hängst mich hier ab, dann gehen 3 Holz weg. Hier nochmal 2 Holz weg für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gold. Und dann könnte ich noch einen Sand ausgeben. Das heißt aber, ich müsste auf definitiv einen bekommen nächste Woche, aber das wird schon irgendwie hinhauen. So. Ja, das behalte ich. Ja, nee, die habe ich mir besorgt. Ereigniskarte geht mal weg. Wir sind durch mit der Runde, ne? Du darfst noch mir direkt das nächste Ereignis. Du darfst aber erstmal den Turm bauen. Achso, ja. Der Turm kommt links oder rechts, das darfst du dir jetzt aussuchen. Gut. Du darfst dir also das Ereignis ansehen. Ich räume hier mal. Ist das? Achso, da kommt gar kein Dach mehr drüber am Ende. Da kommt nur noch ein zweiter Turm dazu, ne? Genau. Hab ich gerade gesagt. Wie sieht das Ding denn aus, wenn es fertig ist? So. Dann gucke ich mir eben schnell das Ereignis an, was noch gleich kommt.
Okay. Aha, ja. Dann bin ich Stammspieler in der letzten Runde. Und es werden die Letzten hier aufgesetzt. König kündigt sich zu den Feierlichkeiten an und erhält sofort ein Metall. Und die Kathedrale steht kurz vor der Vollendung. Du erhältst sofort einen Stein und ein Holz. So. Ja. Die ja. Handwerker fehlen ja noch. So, hier hätten wir den Orgelbauer für ein Holz, ein Metall, einmal 6 Siegpunkte. Und den Glockengießer für ein Metall, 2x4. Die teuren sind also dort. Ja, dann hier nochmal ein Bildhauer, ein Stein, 4x2 umwandeln und der Goldschmied. Dann 3 Gold, 8x umwandelbar in einen Siegpunkt. Ich muss jetzt überlegen kurz, ob das jetzt noch lohnt, den zu kaufen. Zumal ich auch nur 2 Baumeister habe in der Runde. Nehme ich erstmal den Wald für 6. Ich nehme mir den Steinbruch und zwar den etwas größeren für 8 Manneken. Dann wird es wohl der wieder für 5 sein. Ja. Gut, und meine restlichen 4 in die Kiesgrube. Da ich die nicht habe, muss ich jetzt hier 2 reinschicken. Ja, dann willst du noch was tun, was kaufen von den beiden da? Ich habe keine. Ja, das stimmt, du hast 0 Geld. Ich habe 0 Geld. Da soll ich vielleicht drauf gucken. Wieso kann ich nicht 3 Kinder. Nee, andersrum. Wieso kann ich nicht 0 Kinder und 3 Geld haben? So, dann könnte ich den jetzt noch kaufen dort. Und ich glaube, ich versuche das, denn ansonsten gibt es ja nichts. Das sind doch mal ein paar Pünktchen. Allerdings müsste ich ja auch einen dafür rausschmeißen, ne? Das ist korrekt. Das ist jetzt die Frage, ob das überhaupt dann lohnt. Das Problem ist, der einzige, der Sinn ergeben würde, wäre der Schreiner. Nee, dann lohnt es nicht. Dann lohnt es doch gar nicht. Ne? Ich kriege Stein, den brauche ich definitiv beim Bildhauer. Den muss ich haben. Kies. Würde ich sonst einen übrig behalten zur Not. Also dem ginge. Das wäre also nur ein Siegpunkt. Während das. Ja doch, kaufe ich. Dann ginge es. Wenn ich den rausschmeiße, geht das. Also 7. Jetzt wären 20, ne? Mhm. Das heißt, es geht auf 13. Und ich hoffe, das war jetzt kein Fehler.
Gut, damit wäre ich fertig und... Ja, ich ja sowieso. Dann brauche ich jetzt ein glückliches Händchen. Beim Ziehen. Ja, 7. Ich kann nicht. Ja, dachte ich mir. Ich warte einfach mal ab, was passiert. Ich habe mich mit allen Varianten angefreundet. So, das ist schon mal gut. Ja, ich habe ja nur noch einen. Stimmt ja. Na, ich guck auch mal, was so passiert. Okay. Los geht's. Soll ich den nehmen oder nicht? Ich kriege nur 4 Holz. Nee, nehme ich nicht. Was kann ich sonst noch nehmen? Wenn gar nichts einfällt, kann man 2 Siegpunkte nehmen. Okay. Das ist jetzt wieder was Fieses. Das ist was Fieses. Ich befreie mich also auch von den Steuern. So, dann. Ja, jetzt darf ich. Das ist vollbracht im Grunde. Der Konflikt zwischen Prior Philipp und Bischof Valeran eskaliert. Alle Spieler verlieren 2 Siegpunkte. Ich nicht. Nee. Okay, dafür hast du jetzt diesen Mann geopfert. Okay. Ja, deine Priorei da hinten ausgeglichen. Ja, dann bekomme ich 1-2 Geld, die ich irgendwie in meiner Rechnung nicht drin hatte, verdammt. Egal. Ja, wenn Priorei. Dann gibt es jetzt für die Karte 3 und für meinen Bonus nochmal ein Holz, also 4. So. 3-mal Stein für mich. Und 2-mal Stein für mich. Ach. Dorthin. Dann Kiesgrube. 3-mal. Ich 2-mal. Muss noch gerne. Mein Männchen. Man reiche mir meine Männchen. So. Oh, ich war 1 zu weit. Entschuldigung. Ja, können wir uns ja schenken. Ne? Genau. Also das Metall kannst du mir geben wohl. Ich muss noch einen entlassen. Genau, und zwar schicke ich den Mörtelmischer in den Ruhestand. Okay. Dann war es das und ich muss jetzt vorlegen sozusagen. Du musst vorlegen. 2 Steine für 4. So, dann einmal Kies, Metall, Sandmetall für 1, 2, 3. Erstmal der, 2, 1,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dann nochmal 3 für Holz. Und dann jetzt mein Geld. 3 jeweils. Wie viel habe ich denn da? 23, 7. Okay. Das war's bei dir? Ich fürchte ja. Dann schauen wir mal. Steine. 3 Steine mit den beiden Bildhauern zu insgesamt 6 Siegpunkten. Macht 47. Dann haben wir 2-mal den Glockengießer. 2 Metall, 2 Sand für insgesamt 6 Siegpunkte. Macht 53. Gefährlich nah. 2 Metall an den Glockengießer für 8 Siegpunkte. Das macht 61. Und nochmal 2 Sand für 2 Siegpunkte. Macht 63. Ja, dann hast du wohl das Spiel gewonnen. Fenrir ist back. Und so noch ein Metall übrig bei. Ja. Okay, ja, so natürlich, ja, wir müssen natürlich unsere Kathedrale zu Ende bauen. Da steht sie wunderschön im Bild. Ha, schön. Maler müsste man sagen. Ein Träumchen. Einmal noch kurz von der Seite gezeigt. Ja, das war also die Partie. Ich habe leider wieder verloren. Ich habe auch mal wieder gewonnen. Ja, oder so. Ja, wunderbares Spiel, muss ich sagen. Also vor allem ein wunderbar gestaltetes Spielbrett. Also ich finde, es ist eigentlich das schönste Spielbrett, das ich so kenne. Weil nämlich, Form und Funktion perfekt ineinander greifen, möchte ich mal sagen. Designmäßig der Ritterschlag. Ja, ohne Frage wirklich ein wunderschönes Spiel. Ich bin ja jetzt eher so jemand, der da nicht so explizit drauf achtet. Also meinetwegen könnten da auch abstrakte Steine, die Steine sind abstrakt, aber ich könnte auch mit einem Blatt Papier leben. Aber ich muss zugeben, das Spiel ist wirklich wunderschön gestaltet, wunderschön aufgemacht. Ja, eigentlich, ich finde es fast ein bisschen ambivalent im Vergleich zu dem, wie das Spiel so mechanisch daherkommt, weil es ist ja wirklich so die trockenste Art des Eurogames, die man sich im Grunde vorstellen kann. Ich liebe es. Also ich finde das Spiel an sich auch wirklich sehr, sehr gut. Also Worker Placement mag ich sowieso und viel besser kann man es kaum umsetzen, wie ich finde. Ja, trocken, okay. Es gibt ja noch die Ereigniskarten, die jetzt erstmal einen Bezug zum Buch herstellen und zum anderen natürlich dann auch ein bisschen Varianz reinbringen. Und da kann man nicht alles so planen. Das stimmt. Aber es ist halt, im Herzen trägt es halt, schreit es nach Eurogame. Das ist Klötzchen bekommen, Klötzchen tauschen gegen Siegpunkte. Ist es, klar. Das ist also die Kernkompetenz des Spiels. Und ja, schön umgesetzt, wenn man jetzt noch irgendwie Steine gegeneinander tauschen könnte und dann in Siegpunkte ummünzen. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Aber ansonsten, großes Kino. Ich finde es richtig, richtig gut, das Spiel. Indirekt ginge das auf dem Markt. Kannst du Sachen verkaufen, stimmt, und dann andere kaufen. Das ist mir persönlich aber immer ein bisschen umständlich. Man muss ja auch einen Baumeister hinsetzen. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen, dass das mal so... Ich glaube, Markt ist sowieso eher ein bisschen... Hast du den schon mal benutzt? Ich habe noch nie benutzt. Ich habe den in früheren Spielen sehr häufig benutzt sogar. Tatsächlich? Ja. Okay. Ja, ich habe es auch noch nicht so oft gespielt, das Spiel. Aber es ist bei mir in meiner persönlichen Hitliste der Worker-Placement-Spiele ganz oben. Hat Stone Age verdrängt. Stone Age auch ein cooles Spiel, aber Säulen der Erde als reines Spiel noch ein Ticken drüber. Hast du das in deine persönliche Top-Liste aufgenommen, wenn ich so fragen darf? Oder willst du darüber nicht reden? Vielleicht habe ich die Säulen der Erde bei mir tatsächlich in meiner persönlichen Hitliste drin. Ja, wir werden demnächst nämlich eine Top-Liste mal vorstellen von unseren Lieblingsspielen. Ich wurde ja auch schon mal gefragt, was meine Lieblingsspiele sind. Ne, und da werden wir uns mal ein bisschen Zeit nehmen. Und das sind dann ein paar mehr, die wir dann vorstellen werden. Ja, mir gefällt das Spiel auch sehr gut. Ob es in meiner Top-Liste allerdings ist, weiß ich nicht so sehr. Was Worker Placement angeht,
bin ich noch eher, da könnte mehr kommen jetzt so. Also es ist ganz lustig, aber was so Planbarkeit angeht, nehme ich doch lieber andere auf die Top-Plätze. Ja, okay, das war also alles, was wir jetzt zu dem Spiel sagen wollen. In aller Kürze. Genau. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche viel Spaß beim Spiel und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.